Moin Moin! Ich hatte ja schon länger vor, meine Tutorial-Reihe mal vernünftig durchzuziehen und die vorhandenen Videos auch mal neu bzw. besser zu machen. Ich habe das Gefühl, dass auf jeden Fall Bedarf nach deutschen Tutorials zu Flugzeugen besteht. Und das Gefühl hatte ich früher halt nicht mehr so, deswegen hat mich ein bisschen die Motivation verlassen, da weiterzumachen. Ich habe mich auf YouTube mal so ein bisschen umgeguckt und also nach deutschen Tutorials und die Ergebnisse waren recht durchwachsen, sag ich mal. Es gibt zwar gute Tutorials da draußen, die sich häufig aber um ein spezifisches Flugzeug immer drehen und manche sind einfach nicht mehr aktuell und einige sind einfach nur Bullshit. Da sind Videos bei von Leuten, die euch erzählen wollen, wie man ganz einfach viele Abschüsse im Spiegel bekommt zum Beispiel, aber da kann ich euch direkt sagen, das ist Bullshit. Bei den Air Forces in War Thunder ist es halt absolut nicht leicht, viele Kills zu bekommen und das ist auch eigentlich nicht das vorrangige Ziel. Ich beziehe mich in meinen Tutorials jetzt dann hauptsächlich auf realistische Luftschlachten, aber das meiste ist grundsätzlich in allen Modis anwendbar. Ja, die Lernkurve in dem Spiel ist halt nicht so steil, wie man es gern hätte. Zuerst sollte man die grundsätzlichen Manöver lernen, dann Strategien und Angriffstaktiken und zum Schluss kommt dann das detaillierte Wissen über verschiedene Flugzeuge. Die eigenen und die des Gegners natürlich. Denn auch wenn man alle Manöver und Taktiken gelernt hat und meint alles zu können, kommen dann noch die Unterschiede der Flugzeuge als entscheidender Faktor dann am Ende hinzu. So werde ich dann auch meine Tutorials ab dem Nest ansetzen. Zuallererst werde ich die Grundlagen und verschiedene Manöver sowie Taktiken in diversen Tutorial-Videos vorstellen und erklären. Und allein das ist schon nach meiner Liste Stoff für um die 30 Videos, wenn nicht sogar noch mehr. Und danach werde ich mich dann sagen wir mal, um spezifische Flugzeuge kümmern, falls danach überhaupt Bedarf ist. Also es gibt ja schon einige gute und deswegen einige braucht man nicht zu machen, aber einige Flugzeuge fehlen auch noch. Und wenn ich bis ich mit meinen anderen Videos durch bin, da mal angekommen bin, vielleicht sind bis dahin diese Videos über die entsprechenden Flugzeuge dann schon nachgekommen. So, was ich noch abschließend in diesem Video sagen will, man kann sich auch noch so viele Tutorials ansehen und alles auswendig lernen, aber Luftkampf ist immer noch eine Instinkt- und Gefühlssache. Die Manöver und so müssen ins Muskelgedächtnis übergehen. Es bleibt einfach nicht genug Zeit für großes Nachdenken, wenn ihr erfolgreich im Dogfight bestehen wollt. Ihr werdet auch häufig Rückschläge erleben, frustriert sein und bestimmt auch mal Phasen haben, wo ihr überhaupt gar keinen Bock mehr habt. Macht dann einfach das Spiel aus, bis ihr wieder Bock habt und geht dann wieder frisch ans Werk, weil es bringt nichts unter Frust und Druck da noch weiter zu machen. Weil da lernt man auch nichts. Die lange Lernkurve kann halt schon mal sehr demotivierend sein, aber wenn ihr dran bleibt, wird das schon. Jede Schlacht, die ihr schlagt, egal wie schlecht das da für euch läuft, das bringt euch weiter, denn jede Niederlage ist auch eine Möglichkeit zu lernen. Also schaut euch auf jeden Fall auch mal eure Replays regelmäßig an, wenn ihr nicht wisst, warum ihr gerade abgeschossen wurdet, oder analysiert die Manöver, die der Gegner gemacht hat und natürlich eure eigenen, wo ihr dann euch falsch bewegt habt, etc. So, jetzt habe ich für das Erste genug gequatscht, aber ab jetzt gibt es auf jeden Fall wieder regelmäßig Tutorials und schaut euch aber auch meine Dogfight-Videos an, weil dort zeige ich dann immer Replays von mir und liefere da entsprechend auch immer Erklärungen zu und da kann man auch, denke ich, hier und da noch das eine oder andere lernen. So, jetzt ist Ende hier, wir treffen uns in der Luft.